Also schauen wir uns mal ein bisschen weiter um. Hier können wir, glaube ich, gerade noch nichts weitermachen. Aber die Insel ist ja noch groß. Irgendwann finden wir etwas, was wir kombinieren können. Strand, Lichtung, Hotel. Fragezeichen. Droggelbecher. Ein Friedhof. Gedenktafel. Da steht Tex Venture. Tex Venture? Text Adventure? Text Adventures sind tot. Heute da gibt es nur noch Grafik Adventures. Na klar. Wer möchte denn so ein Text Adventure spielen, wo man einfach nur Text hat und alles vorlesen muss oder man es selber lesen muss? Ich finde, kann vielleicht schon mal Spaß machen, aber Grafik Adventure ist besser. Da steht Text Venture. Grab? Sie ist verschlossen. Städtisches Heim für Verstorbene, Blood Island. Mhm. Nein. Bei den richtig alten Adventure Games war es ja noch so, dass du dann auch wirklich eingeben musstest, was du machen willst. Du hattest dann nicht so ein Menü wie bei dem Scum-Spiel. Also deshalb heißt es ja auch die Scum-VM. Weil dieses Scum Engine hatte ja dann schon diese vordefinierten Begriffe. Benutze, nehme, greife, spreche, irgendwie sowas, ne? Und aber davor musste man halt wirklich noch eingeben, was man machen will. Ich hab ja vor, die Sam & Max Spiele irgendwann auch nochmal hier durchzujagen. Und ich glaube, bei den ersten paar Sam & Max Spielen musste man noch was eingeben. Bin mir nicht ganz sicher. Oder es war King's Quest. Bei King's Quest musste man vielleicht noch was eingeben. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ist ewig her, das Zeug. Aber wir werden uns die auch irgendwann nochmal angucken. Keine Sorge. Gruft der Meistersuppe-Familie. Aufmachen. Sie ist verschlossen. Okay. Klecks der Gärtner. Hier liegt der alte Klecks. Es raffte ihn dahin. Er trank sein Unkraut-Ex, verdünnte es mit Gin. Juhu. Nein. Hat er sich absichtlich ich weiß gar nicht, ob man das sagen darf, getötet? Oder wird das Video dann gleich wieder entlistet? Also ich habe das ja zum Beispiel ganz merkwürdigerweise bei vielen Videos gesehen, größtenteils englische Videos, dass die unalive sagen, instead of kill. Weil wenn man kill sagt, dann hört das der Algorithmus irgendwie. Also das ist ja es gibt ja so eine automatische Untertitelerzeugung. Und dadurch kann dann ein Textbot rausfinden, da hat jemand kill gesagt. Und dann wird dieses Video in den YouTube-Vorschlägen halt nicht mehr angezeigt oder weniger angezeigt, weil die eben solche Videos mit dem Wort kill nicht verbreiten wollen so sehr, warum auch immer. Und deshalb sagen einige YouTuber he unalived himself anstatt suicide oder kill oder sowas zu benutzen. Wobei ich mir denke, das ist doch Schwachsinn. Ich zensiere mich doch nicht selber, nur damit der Algorithmus mich in Ruhe lässt. Aber ich habe das bei ganz, ganz vielen gesehen, die sprechen quasi politisch korrekte YouTube-Sprache, damit sie perfekt vom Algorithmus behandelt werden. Könnte ich mir niemals vorstellen. Ein alter blinder Hund oder was? Stinkendes Hundehaar. Ach, Hair of the Dog. Wir sollen wirklich diesen Drink machen, hä? Benutzt das Rad. Lilie. Was für ein Klischee. Nimm. Nein. Spalte zwischen Türen. Ich kann gerade niemanden darin sehen. Es ist fest verschlossen. Was ist das da oben? Ich hoffe, der Besitzer dieser Hütte schläft nicht darin. Wieso nicht?
Willst du einbrechen? Über den Kamin vielleicht? Hm. Komm. Weihnachtsmann. Weihnachtsmann. Ach nee, ich fange jetzt nicht an zu singen. Nein. Verschiedene Särge. Verzierter. Ah, Hammer! Hammer und Meißel! Es ist der Meißel des Totengräbers. Nimm! Der Hammer. Nimm! Es ist ein großer hölzerner Hammer. Ich wette, den Hammer brauchen wir dann für den Nagel in dem Lagerraum hinter den Bildern. Aber erstmal gucken wir uns hier noch ein bisschen weiter um. Sieht aus, als hinge der Totengräber ein wenig mit seinen Beerdigungen hinterher. Skeletthaken? Haken! Nehmen. Ich habe bereits genug Skelettanhängsel. Aber den Haken! Wir brauchen den Haken! Mit Haken umrühren! Recyclingtonne. Es ist eine Recyclingtonne für Altmetall. Es ist ein Haufen alter, rostiger Totengräberwerkzeuge. Mitnehmen. Die sind viel zu alt, um je wieder nützlich zu sein. Ach, husten Sie mal, oder Xela, könnt ihr mir gerade mal sagen, läuft dieser Stream jetzt auf Twitch in 1080p oder in 720p? Weil ich habe wieder die Bitrate ein bisschen hochgeschraubt. Die 6K waren mir ein bisschen zu niedrig, oder die 6 Mbit. Und habe es jetzt mal auf 8 Mbit gestellt, in der Hoffnung, dass es da noch... Verdammt! 720, echt? Du kannst beides wählen? Ah! Du kannst beides wählen. Warum kann Husten Sie mal nicht 1080p wählen? Die sind viel zu alt, um je wieder nützlich zu sein. Quelle ist 1080p. Gut, gut. Du kannst Quelle wählen, das ist gut. Das wollte ich wissen. Wenn ich auf 10 Mbit stelle, dann wird es automatisch auf 720p runtergepresst. Die Watt hinterher hat aber trotzdem die 10 Mbit. Wenn ich auf 6 Mbit stelle, dann ist alles okay, aber ich finde, die Qualität ist dann ein bisschen zu low. Für so ein Spiel wahrscheinlich okay, aber ich stelle jetzt nicht bei jedem Spiel die Mbit um. Ne? Und wenn ich dann Palworld oder 7 Days to Die streame, möchte ich dann doch mindestens 8 Mbit haben, damit das Video hinterher halbwegs gute Qualität hat. Weil ich möchte dann das Video dann auch nochmal auf YouTube klatschen. Und wenn ich auf 10 Mbit stelle, dann ist halt blöd für den Stream, weil es da auf 720 runterschraubt. Aber bei 8 Mbit ist, glaube ich, gerade so der Sweet Spot, dass es beides ermöglicht. 720 und 1080. Und husten Sie mal. Husten Sie mal hat echt nur 720. Verstehe ich nicht, warum. Kannst du nicht auf Quelle stellen? Komisch. Aber ich möchte es wirklich bei 8 Mbit lassen, weil 6 Mbit ist mir dann die Qualität hinterher zu niedrig. Muss ich ganz ehrlich sagen. Gerade für Spiele wie Palworld und 7 Days to Die, wo ich doch ein bisschen bessere Grafik habe als hier, da möchte ich schon die 8 Mbit ausreizen. Das heißt ausreizen. Ich könnte mit 25 Mbit hochladen, aber da würde Twitch ausflippen. YouTube würde es erlauben. Ich glaube, YouTube erlaubt sogar bis zu 50 oder sowas. Das ist der Wahnsinn. Da steht alter blinder Platz. Ja, in diesem Spiel ist es Wumpe. Das möchte ich nicht. Es ist ein stinkender alter Hund. Hat er jetzt Tar genommen? Hundehaar, nimm. Okay, Freundchen, das wird kein bisschen wehtun. Hey, ich glaube, es hat gar kein bisschen wehgetan. Er wechselt wohl gerade das Fell. Nein, er ist einfach so alt. Das Haar fällt schon von alleine aus. Hier sollte jemand mal lernen, wie man Lagerfeuer ordentlich löscht. Glimmendes Lagerfeuer. Und was mitnehmen? Nein. Bringt es uns irgendwas anzuzünden? Ich glaube jetzt gerade noch nicht, aber wir müssen uns mal merken, wir hätten hier die Möglichkeit, etwas anzuzünden. Schätze ich mal. Das? Das ist der Ausgang.
Ich kann gerade niemanden darin sehen. Unbehauene Grabsteine, können wir die mitnehmen? Dann können wir... Nein. Das ist nicht mein Job. Das ist nicht mein Job. Nee, gut. Aber wir gehen mal zurück zur Villa. Oder zum Hotel. Und... probieren das mal mit dem Hammer. Was ist jetzt passiert? Es wird jetzt im Bild runtergefallen sein, oder? Bullauge. Warum ist da noch ein Bullauge? Durchgucken? Ich kann den Flur sehen. Müssen wir hier ein Porträt aufhängen? Ich werde besser diesen belastenden Bilderrahmen los. What the fuck? Was? Und den Nagel nicht vergessen. What the fuck war das? Wie hat er das gemacht? Warum hat er das gemacht? Porträt. Bullauge. Ich glaube nicht, dass das Porträt dort gut aussähe. Ich dachte, wir müssen das hier so aufhängen. Damit dann, wenn jemand vorbeiläuft, er denkt, da ist ein Geist oder irgendwie sowas. Oder mit dem Nagel erstmal? Ich kann den Nagel damit nicht benutzen. Auf allen Hotelschildern steht, dass ich die Bilder nicht anfassen darf. Okay, was machen wir mit dem Porträt? Ah, wir könnten es vielleicht an den Spiegel hängen. Jetzt, das ist jetzt mein Gedankengang. Wir wollten den Spiegel mitnehmen. Aber er hat uns gesagt, ey, wir sollen das nicht anfassen, ne? Als wir uns das Bild angeguckt haben, hat er gesagt, hey, der sieht ein bisschen aus wie der Barmann. Was ist, wenn wir jetzt das Bild an die Stelle des Spiegels hängen und dann dafür den Spiegel mitnehmen? Und wenn der Barmann guckt, ob der Spiegel noch da ist, sieht er das Bild, denkt, das ist er, also das ist der Spiegel, und sagt, merkt nichts. Adventure-Logik. Das wird nicht passen. Verdammt! Na gut. Adventure-Logik. Dann gehen wir jetzt erstmal weiter auf der Insel umgucken. Wenn man sich beim Umgucken eine Tasse Rum reinjagt, ist man dann am Rumgucken? Tut mir leid. Tut mir leid. Husten Sie mal, du schreibst auch gern so schreckliche Schenkelknopfer. Komm, mach mal mit, damit ich nicht der Einzige hier bin, der dumme Dad-Jokes erzählt. Kurz bevor ich das Zeitliche segne, engagiere ich jemanden, der Tage später in meinem Namen einen Status mit Hammer, hier oben gibt's WLAN postet. Ja. Pfeffer. Ach, das ist doch kein Pfeffer, das sind Pepperonis.
Haben sie blöd übersetzt wieder mal. Chili also. Das ist Chili. Also für das Rezept, ne? Das hier. Das hier. Ein Ei, Pfeffer und das Haar des Hundes. Fehlt uns nur noch ein Ei. Haben wir ja schon fast das Rezept durch. Wo bekommen wir ein Ei her? Es ist abgeschlossen. Guck mal rein. Es ist abgeschlossen. Sprich mal damit. Nein. Fass. Da steht ein Fass auf dem Dach der Windmühle. Tja. Kann man sich vielleicht am Windmühlenflügel festhalten? Ich kann mich mit bloßen Händen nicht festhalten. Mit bloßen Händen? Dann mit Skeletthänden. Ich kann den Skelettarm nicht damit benutzen. Dann mit... Der Piratenhaken wäre jetzt gut. So einhaken und hochziehen lassen. Wie Mary Poppins mit dem Schirm. Ja. Kuchenattrappe. Wir brauchen noch irgendwas, womit wir uns an dem Windmühlenflügel festhalten können. Seltsame Lichter. Draußen im Walde. Da würde ich eigentlich nicht drauf zugehen. Weiß der Geier, was das ist. Dieses Dorf ist verlassen. Wie seltsam. Und ein ganzes Buffet ist aufgebaut? Wisst ihr, woran mich dieses Dorf erinnert? Dieses Dorf, vor allem mit dem Tor hier und dann mit den Häusern. Dieser Screen, komplett dieser Screen, erinnert mich enorm an das Kannibalendorf. In Monkey Island 1 war das, oder? War das 1? Wo wir dann in der... Wo wir dann... immer wieder hier eingesperrt wurden. Hier vorne. Und dann haben die Hütte immer wieder abgegradet, aber wir sind immer wieder neu ausgebrochen. Aber dieser Grundaufbau von dem Screen, vor allem an der Stelle hier, erinnert mich enorm an genau dieses Dorf. Und die so ein bisschen die Szene wiederverwendet, glaube ich. Holzbohrer. Das ist ein Holzbohrer. Oder war das der zweite Teil? Ich weiß es nicht mehr. Er ist dekorativ und trotzdem praktisch. Messbecher. Ja, gut, jetzt haben wir Messbecher. Maske. Es ist eine handgeschnitzte Maske. Sie sieht aus wie Leroy, der Puddinggott. Leroy, der Puddinggott? Ich bin der Gott des Puddings. Kniet nieder vor mir, ihr Sterblichen. Warmhalteplatte. Da ist ein Schild. Kasserolle-Mischmasch-Überraschung. Es ist wahrscheinlich das Opfer von letzter Woche. Ziertotenköpfe. Hey, das sieht aus wie ein Schiffskapitän, erster Mat, ein Professor und der Rest. Das ist vielleicht doch ein Kannibalendorf? Nein. Nein. Es ist ein Tisch, der mit Obst und Gemüse gedeckt ist. Eisschwan. Ist das Eis? Der passt hier überhaupt nicht rein, oder? Ich weiß nicht, was ich mit dem Obst anfangen soll. Und das Schlimmste ist dieser Tofu-Block. Alter, Tofu. Ich muss ganz ehrlich sagen, ne? Also ich probiere alles. Ne? Ich gehe unvoreingenommen an alles ran und probiere alles an Lebensmitteln. Ne? Auch wenn da vegan draufsteht.
Ne? Man kann ja auch veganes Wasser trinken, ne? Zum Beispiel. Also ich probiere auch vegane Sachen. Ne? Ich habe auch Tofu schon mehrmals in meinem Leben probiert. Ich kann mich einfach nicht dran gewöhnen. Es schmeckt mir nicht. Weiß nicht. Es ist jetzt nichts gegen, oh, ich hasse veganes Essen oder sowas. Mir schmeckt Tofu einfach nicht. Wie können Leute das essen? Ich habe das schon mehrmals probiert. Verschiedene Varianten davon. Angebratenen, geräucherten, ganz normalen halt. Den stinkigen Tofu habe ich noch nicht probiert. Wenn es mir schon nicht schmeckt, dann möchte ich auch nicht, dass es stinkt. Aber irgendwie, ich weiß nicht. Für mich ist das nichts. Keine Ahnung. Vielleicht mache ich was falsch, aber ich krieg das Zeug nicht runter. Das ist ein großer Block Tofu. Oh, schmeckt es mir auch nicht. Ja, was macht man denn dann? Dann machst du eine schöne deftige Bratensoße und kippst sie drüber, oder was? Tofu-Block. Reinbeißen. Nein. Okay. Mitnehmen? Nee, erstmal reden. Nein. Mitnehmen. Nein. Also meine Schwester zum Beispiel mag diesen geräucherten Tofu. Deshalb kaufe ich den ab und zu mal und probiere dann immer mal wieder so ein kleines bisschen und sage dann immer wieder, ne, schmeckt mir nicht. Ich versuche es ja, aber es schmeckt mir nicht. Geht's da noch weiter hoch? Zum Vulkan? Bist du für einer? Das sind doch die. Hatten die Kannibalen aus dem ersten oder zweiten Teil nicht auch so eine Fruchtmasken auf? Sind wir auf der gleichen Insel? Kann nicht sein, oder? Melee Island oder sowas? Ich bin Guybrush Treibholz, mächtiger Ich Pirat. bin Guybrush Threepwood, ein mächtiger Pirat. Ein Pirat, was? Nun, dann müsstest du dir doch der enormen Gefahren bewusst sein, die mit einem Spaziergang in ein Kannibalendorf verbunden sind. Es sind die Kannibalen, ich wusste es. Kannibalen? Kannibalen? Du sagst das, als sei es etwas Negatives. Nun, das ist Nein. es. Aber wir sind nicht länger brutale und blutdurstige Kannibalen. Nein? Nein? Nein. Wir durchlebten vor ein paar Jahren eine gewaltige Veränderung in unserer Glaubensstruktur. Okay. Wodurch? Warum? Wahrscheinlich durch ihn. Haben wir das vielleicht ausgelöst? Wirklich? Das ist faszinierend. Wir haben beschlossen, uns einem gesünderen Kannibalismus zuzuwenden. Wir haben die komplette Aufnahme von Missionarsfett zurückgeschraubt und wurden alle Vegetarier. Aber es gab da sicherlich eine Zeit, da hätte ich dich gegessen. Junge Kerle wie du, nicht zu viele Muskeln. Hey! Ich hätte dich vermutlich nicht zu viele 45 Muskeln. Minuten in Weißwein mariniert, dich in einen Hauch Butter gestippt, in Bananenblätter eingewickelt, das klingt in einem lecker. Loch zusammen mit 100 heißen Kohlen verbuddelt, dich über Nacht rösten lassen. Dann hätte ich dich auf einem Bett aus Basmati-Reis serviert. Zusammen mit Shiitake-Pilzen und Schalotten. Aber jetzt nicht mehr, oder? Aber jetzt nicht mehr, oder? Hä? Oh, genau. Richtig, richtig. Aber jetzt nicht mehr, oder? Habt ihr keine Angst, dass der Vulkan euer Dorf zerstört? Der Vulkan? Oh nein. Mount Sodbrand ist völlig harmlos. Wir haben zu Sherman, dem allmächtigen Gott des Vulkans, ein Verhältnis, das sich gesalzen hat. Der Gott des Vulkans liebt würziges Essen? Halt den Mund, oder ich esse dich. Okay. Als wir die Insel das erste Mal betraten, war der Gott sehr erzürnt. Qualm stieg in ihm auf und er spuckte Lava. Es war wirklich eklig und barg ein großes Gefahrenpotenzial in sich. Wir wussten, dass wir etwas unternehmen mussten, um den Gott zufriedenzustellen und dachten, ein ordentliches Opfer wäre das Richtige. Naheliegende Vermutung. Aber als wir das Opfer in den Vulkan warfen, brach Mount Sodbrand heftig aus. Wir dachten, Sherman wäre böse auf uns, also brachten wir ihm jeden Tag Opfer. Wir haben alles versucht. Fisch, Geflügel, Vieh, Phenylalanin. Das Übliche halt. Dann eines Tages versuchten wir es mit Bri. Es gab eine riesige Eruption, die uns beinahe alle getötet hätte. Was ist geschehen?
Sherman verträgt keine Laktose. Ah, jetzt ergibt es einen Sinn. Jetzt macht Sherman eine sehr strenge Diät. Er bekommt nur frisches Obst, Gemüse und natürlich Sojaprodukte wegen der für den Muskelaufbau so wichtigen Proteine. Deshalb stand der Tofu dort, ne? Und wir müssen wahrscheinlich irgendwie von dem Käserad was abschneiden und hier reinschmeißen und den zum Ausbrechen zu bringen oder irgendwie sowas. Oder zumindest so ein bisschen zum Rülpsen. Ja, Sherman, Gott des Sodbrennens. Heißt auf Englisch übrigens, finde ich sehr interessant, Heartburn. Also Herzbrennen. Was hat das Herz mit Sodbrennen zu tun? Das kommt doch aus dem Magen und geht durch die Speiseröhre hoch. Habe ich nie so richtig verstanden, warum das im Englischen Heartburn heißt. Wenn das einer von euch mal erklären kann, dann bitte. Beiseite, ich beabsichtige den Vulkan zu besuchen. Beiseite, ich beabsichtige den Vulkan zu besuchen. Ich fürchte, das kann ich nicht zulassen. Wir beginnen gleich mit unserer Zeremonie. Fantastisch! Ich bin fasziniert von euren idyllischen Stammesbräuchen. Postkarten und Dias sind in der Lobby erhältlich. Nicht-Kannibalen ist es untersagt, bei der eigentlichen Zeremonie anwesend zu sein. Das ist aber unfair. Sag das den Vulkangöttern. Ich mache die Regel nicht, weißt du? Wer macht dann die Regeln? Du kommst mir irgendwie bekannt vor. Ich sag doch, wir haben die schon mal getroffen. Du kommst mir irgendwie bekannt vor. Vielleicht liegt es dran, dass ich aussehe wie eine große Zitrone. Ja, genau. Aber da ist noch was anderes. Wir haben uns schon mal gesehen. Damals auf Monkey Island. Monkey Island. Ach, Monkey Island. Wir hatten da ein nettes Dorf. Hütten mit Mieterschutz, nah an guten Schulen. Das waren sozusagen die Salatzeiten, bis sie diesen verdammten Jahrmarkt errichteten. Jahrmarkt? Ja, Jahrmarkt. Kaum stand das erste Zelt, schwupps! Und die ganze Gegend war in. Zu jeder Nachtzeit kamen Seeleute. Die grausame Musik nudelte und nudelte. Und wenn du mich fragst, ich glaube, die ganzen Gewinnspiele waren manipuliert. Ja, ja. Es war des Nachts für einen Kannibalen auf den Straßen nicht mehr sicher. Es war des Nachts für einen Kannibalen auf der Straße nicht mehr sicher. Was? Dieses Jahrmarktsgesindel. Wann beginnt die Zeremonie? Sie sollte bereits vor einer halben Stunde beginnen. In diesem Augenblick bereiten Mitglieder meines Dorfes ein menschenähnliches Opfer für den Vulkangott vor. Menschenähnlich? Wegen der heiklen Verdauung des Vulkangotts können wir ihn nicht mit echten Menschen füttern. Also opfern wir einen Menschenersatz. Er schmeckt nicht richtig wie ein Mensch, aber er hat eine ähnliche Beschaffenheit. Worauf wartet ihr noch? Wir warten noch auf unseren Stargast. Okay. Welches Spiel war das? Ich glaube, der Resident Evil 2 Remake war das. Da konnte man in so einem speziellen Modus, ich weiß nicht, ob das das ganze Spiel war oder so ein bestimmter Teil des Spiels, so Speedrunnen. Mit, teilweise mit Hank. Kennt ihr Hank? Das ist, einer der Spezialforces dort. Ist egal. Und mit anderen Charakteren und dann mit anderen Schwierigkeitsstufen. Du darfst nicht getroffen werden oder kannst nur zweimal getroffen werden oder irgendwie und sowas. Und dann der schwerste Modus, quasi Schwierigkeitslevel Asiate. Schwierigkeitslevel Asiate war dann, dass man mit einem, statt mit einem Menschen, läuft man mit einem gigantischen Tofu-Block rum. Kennt ihr das? Das fand ich so lustig. Habe ich mal auf YouTube gesehen. Irgendjemand hat das gespeedrunnt als Tofu-Block und du kannst dann, ich glaube, du stirbst wirklich beim zweiten Zombie-Biss, glaube ich. Also, einen überlebst du gerade so noch, wenn du den schnell genug abschütteln kannst. Und beim zweiten bist du, glaube ich, dahin. Als lebender Tofu-Block. Ehrlich. Der Name ist so, weil das Brennen etwa auf Höhe des Herzens auftritt. Wird wohl aus einer Zeit stammen, als man noch nicht so viel über den Körper wusste. Das Brennen findet hier statt? Bei mir nicht. Also wenn ich Sodbrennen habe, dann habe ich immer das Problem, dass ich übelst viel rülpsen muss und dann, dass es mir eher hier dann brennt. Und im Magen ist mir unwohl. Aber im Herzbereich ist bei mir gar nichts. Whatever. Wer ist euer Ehrengast?
Bitte, lass es den Tofu-Gott sein, oder Hank. Wer ist euer Ehrengast? Er ist Botschafter einer der anderen Inseln. Das ist Teil eines neuen Kannibalenbegegnungsprogramms zwischen den Dörfern. Offensichtlich sind nicht alle Dörfer so pünktlich wie unseres. Ich helfe euch, ihn zu suchen. Wie sieht er aus? Ich weiß es nicht. Er sollte für die Zeremonie passend gekleidet sein. Und er sollte besser ein Vegetarier sein. Wir haben ausdrücklich um einen Vegetarier gebeten. Das heißt, wir müssen uns wahrscheinlich verkleiden und diesen Mann ersetzen. Aber wie verkleidet man sich als Vegetarier? Wow, das ist ja wie Halloween. Verkleidet sich als ein Monster. Wow.